Eine buchstäblich atemberaubende Reise wartet in Argentinien auf Globetrotter. Der Zug über die Wolken schraubt sich in den Anden auf scheinbar schwerelosen Brücken durch wilde Schluchten bis auf mehr als 4000 Meter Höhe in Regionen, die andernorts nur per Hubschrauber zugänglich wären. Ganz anders als das, was ich kenne. Es ist sehr hoch. Wir sind hier auf etwa 4000 Metern. Und doch mit 20 Grad Celsius ziemlich warm. Es wird einem nicht kalt. Es ist großartig. 1921 begannen die Arbeiten an der Bahnlinie, die sich von Salta im Nordwesten Argentiniens auf bis zu 4500 Meter Höhe schraubt und in Chile endet. Über 1000 Arbeiter schufteten mehr als ein Vierteljahrhundert lang in der dünnen Luft, viele starben. 2 Jahre lang war die Eisenbahn über die Wolken geschlossen, jetzt lockt sie wieder Touristen, die bereit sind, für eine Fahrkarte mehr als $100 zu bezahlen. Es ist doch toll zu sehen, dass den Leuten Tränen der Rührung in die Augen steigen, wenn sie Eisenbahnbrücken sehen, die Landschaften oder die Menschen, die in dieser Region leben. Ganz unbedenklich ist die Reise nicht. Über 3000 Meter kann den Fahrgästen schon mal die Puste ausgehen. Sauerstoffflaschen in jedem Waggon helfen kurzatmigen Passagieren über die Atemnot hinweg. Manche setzen auch auf traditionelle indianische Mittel. Tisane de coca. Ich trinke Tee aus Kokablättern. Das ist sehr effektiv. Mir ist ein wenig schwindelig, deswegen kaue ich Kokablätter. 16 Stunden dauert die Reise. An Schlaf ist aber auch auf der langen Rückfahrt nicht zu denken.